Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Red Faction Guerilla mit der meisten Parker auf der Mars. Immer dieses Mars. Können wir denn was aufwerten? Hey Sam! Jetpack! Nein, wir können nichts aufwerten. Okay, Mason. Was machen wir als nächstes? Wir wollten irgendeine Mission machen, ne? Gehen wir mal da hoch. Machen wir die Mission. Befehle erhalten. Signal platzieren. Können wir da nicht hin? Guck mal, da können wir doch hier hinreißen. Sparen wir uns ein bisschen was. Und dann nochmal. Und zwar da. Da. Ganz vorsichtig. Da. Ach, guck mal. Boah, Alter, einmal da rum. Hm. Haben wir hier wenigstens eine schöne Karre? Ja. Danke. Sind wir jetzt in Eos angekommen? War das Eos? Ja, ne? Mann, die ist so schwammig, die Karre. Mann, oh Mason. Weit sind wir nicht gekommen. Na, dann laufen wir halt. Kürz mal ab hier. Da, Karre. Ich hätte dich fast angefahren. Ja. Als Bestrafung klaue ich mir deine Karre. Nein. Boah. Besser. Die ist schneller. Na, wolltest du die auch gerade klauen, ne? Schon wieder? Ja, schon wieder. Ah! EDF. Weg hier, Mason. Mal gucken, was wir da für Befehle bekommen. Alter, Mason. Jetzt haben wir ein Cabriolet. Soll mir auch recht sein, hier auf dem Mars herrschen. Obwohl die haben immer erzählt, dass es so kalt ist auf dem Mars, ne? Ich glaube, so warm ist das hier gar nicht. Man denkt immer, das ist so warm. Weil der so rot ist. Und man ja rot mit Wärme verbindet. Mit der Sonne. Vorsicht. Ups. Ich wollte doch nie ein Terrorist werden. Tja. Warum bist du das dann geworden? Du bist ein Terrorist? Oh. Ich glaube, er war doch keiner. Hast du manchmal das Gefühl, dass wir einer großen Lüge aufgesessen sind und nichts, was wir tun, das Gefühl habe ich jeden Tag. So. Die EDF hat einen streng geheimen Wirtschaftsgipfel einberufen. Sie wollen den Wirtschaftsgrößen glaubhaft versichern, dass der Aufstand unter Kontrolle ist. Unsere Industriebosse bezeichnen sich als Zivilisten. Aber lass dich nicht täuschen. Jedes Massaker, jede einzelne Grausamkeit auf diesem Planeten begeht die EDF zu ihrem Vorteil. Der Mars macht sie reich und Brutalität hält die Arbeiter in Schach. Wir haben nur eine einzige Chance. Dieses Mal werden sie mit Blut bezahlen. Hm, ob das so richtig ist, ne? Keine Ahnung. Dieses Mal werden sie mit Blut bezahlen. Wir nehmen einfach mal an. Wir werden ja eigentlich auch nur benutzt, ne? Von der Red Faction. Das Gebäude ist schwer bewacht, geh also nicht zu nah ran. Okay, habe ich dann meine Sniper? Wer sind diese Leute? Bergbaukonsortium, Militärpartner, Transportunternehmen. Sie haben die EDF an der Leine. Und der Großteil des Rates steht auf ihrer Gehaltsliste. Das hier wird ihre Aktienwerte nicht steigern. Richtig. Wenn die Investoren das Vertrauen verlieren, werden sie die Besatzung nicht mehr länger finanzieren. Wie viele Leute sind auf dieser Party? Genug, um die Sache interessant zu machen. Diese Leute versklaven den Mars. Jedes Mal, wenn die EDF auf eine Arbeiterversammlung schießt oder Menschen von ihrem Land vertreibt, geschieht dies zum Wohle dieser Firmen. Für ihren Profit gehen sie über Leichen. Was ich sagen wollte, wir sind ja eigentlich auch nur ein Werkzeug der Red Faction, ne? Wir führen hier einfach blind deren Befehle aus. Komm, Mason. Ach, Mann, ich will da hoch. Ja. Ah, guck mal, ist das super von hier. Was soll man damit machen? Sollen wir das Gebäude? Das Ziel eliminieren. Wo ist denn das Ziel? Hä? Welches Ziel denn, bitte, Mason? Da drinnen, oder?
Hat er mich gesehen? Der ist da gerade so... Der rennt da so panisch rum. Nee. Der hat nur Hummeln im Hintern. Ja, wie soll ich denn da ein Ziel eliminieren? Können wir da auch noch hoch? Ja. Ist echt super mit dem Jetpack. Guck mal, hier haben wir doch super Sicht, oder? Wen von dem soll ich denn eliminieren? Hä? Missionsziel, da sind irgendwelche Leute, die wir eliminieren sollen. Aber wen? Ich habe Angst, wenn ich schieße, dass jetzt verkackt ist. Ich sehe da... Aber die sind ja Wachen. Waren denn da auch... Die meinte ja Zivilisten, ne? Die da bestimmt. Erwischen wir da überhaupt jemand? Keine Ahnung. Einfach ruft da. Ah, die wollen wegfahren. Das Fahrzeug fährt wohl niemand mehr. Ziel am Boden. Okay, ein von 6 Zielen eliminiert. Wo sind die anderen? Oh, die sind alle da. Ach du Scheiße. Hab noch einen erwischt. Du musst sie aufhalten, sie dürfen nicht entkommen. Bleib doch mal stehen. Die wir abhauen. Niemand fährt in so einem Ding. Das war der dritte. Mason! Nein! Nummer 4 kann von der Liste gestrichen werden. Wo ist denn da noch jemand? Scheiße, die sind weggefahren, ne? Komm, den müssen wir irgendwie abfangen. Mason! Oh, oh. Wie soll ich die denn bekommen? Was habe ich auch für eine scheiß Sniper? Warum habe ich denn keine Sniper, die ruhig ist? Woher wussten die denn, wo ich war? Verflucht, einer von ihnen ist entkommen. Nein! Naja, jetzt weiß ich wenigstens, worauf ich achten muss. So, nochmal. Ja, machen wir. Der Ort ist auf deiner Karte eingezeichnet. Das Gebäude ist schwer bewacht, geh also nicht zu nah ran. Wer sind diese Leute? Bergbaukonsortium, Militärpartner, Transportunternehmen. Sie haben die IDF an der Leine und der Großteil des Rates steht auf ihrer Gehaltsliste. Hä? Falsche Richtung. Das hier wird ihre Aktienwerte nicht steigern. Richtig. Wenn die Investoren das Vertrauen verlieren, werden sie die Besatzung nicht mehr länger finanzieren. Wie viele Leute sind auf dieser Party? Ja, das kennen wir ja schon, das Gespräch. Ich wollte jetzt ruhig sein, aber... Komm, Mann! Ja. Bisschen Hilfe wäre schon geil. Beziehungsweise, wenn sie mir einfach mal eine ordentliche Waffe da hinstellen würden, ne? Ja, was macht ihr? Ihr seid nicht besser, Leute. Muss ich eigentlich mal ganz ehrlich sagen. Wir bringen hier auch einfach nur alle Leute um. Waren das denn aber die, die da in diesem... Da? Das ist doch einer von denen, oder? Aber die sind gleich unten. Das Fahrzeug fährt wohl niemand mehr. Hör auf, da einzusteigen. Ziel am Boden. Oh, weißt du was? Nein! Ich wollte nicht rennen. Niemand fährt in so einem Ding.
hat noch einen erwischt. Sie versuchen zu fliehen. Nein, hier flieht keiner. Das war der dritte. So, jetzt fahren wir hier mal richtige Geschütze aus. Was sollte man in die Werkstatt? Hör auf, weg zu rennen. Der geht nicht down. Bam, den haben wir jetzt voll. Ey, willst du mich verarschen? Der hat gerade eine volle. Nein! Ey, krieg eine Macke. Der hat gerade eine richtige Rakete. Ja, eine richtige, eine falsche, ne? Der hat gerade eine ganze Rakete abbekommen, Alter, und steht wieder auf und rennt weiter. Will der mich verarschen? Will der mich alle verarschen? Die Idee. Mann, komm jetzt, Mason. Dritter Versuch, meine Güte. Ein bisschen pischig. Ja, schwer bewacht. Nee. Wer sind diese Leute? Bergbaukonsortium, Militärpartner, Transportunternehmen. Ja, das kennen wir jetzt zum dritten Mal. Voll gemein. Das hier wird ihre Aktienwerte nicht steigern. Richtig. Wenn die Investoren das Vertrauen verlieren, werden sie die Besatzung nicht mehr länger finanzieren. Ich verstehe nicht, warum der gerade überlebt hat. Wie viele Leute das sind auf irgendwie dieser Party? Macht mich das aggressiv. Genug, Mason! Interessant zu Diese Leute versklaven den Mars. Jedes Mal, wenn die IDF auf eine Arbeiterversammlung schießt... Ja, als Maul, ey, der Typ regt mich gerade auf. ...dies zum Wohle dieser Firmen. Für ihren Profit gehen sie über Leichen. Oh, da fährt keiner mehr weg. Und ich mach mal jetzt down. Ziel am Boden. Hör auf, wegzufahren. Und hör auf, wegzurennen. Hab noch einen erwischt. Zeigt euch. So, Mason, jetzt mit denen hier nochmal ein bisschen rein. Das war der dritte. Nummer 4 kann von der Liste gestrichen werden. Zwei noch? Da ist er. Und noch einer weniger. Komm, und einen noch. Niemand fährt in so einem Ding. Ja! Letzte. Alle Ziele erledigt. Na also, geht doch. Diese Männer haben für ihre Gier bezahlt. Wenn wir den Preis hoch genug ansetzen, wird der Mars frei sein. Ja! Ziel erfüllt, EOS. Mann, ey, beim dritten Versuch. Tut mir leid. Oh, und der ist einfach despawned oder decayed. Okay, dann können wir jetzt weg. Freiheit für den Mars! Dann nehmen wir das Gebäude da eben noch mit. Nach einem eilig einberufenen Treffen hochrangiger Offiziere im IDF-Zentralkommando. So ruhig hier, ne? Müssen wir erstmal das Denkmal in die Luft jagen. Ja, ein von drei Denkmälern zerstört. Okay, Mason, wo müssen wir denn hin jetzt überhaupt? Haben wir einen neuen Auftrag? Nee, haben wir noch nicht. Dann gehen wir als nächstes mal den da zerstören. Mach dir mal einen Marker. Das kriegen wir hin, oder, Mason? Das schaffen wir. Guck mal, unsere Karre steht immer noch da. Glücklicherweise. Und sie ist auch wieder ganz. Steck mal ein. Alles klar, ihr Lieben. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass ich erst beim dritten Mal da... Aber, war voll kacke. Wir hatten auch keine richtige Sniper gehabt und die sind einfach rausgelaufen. Nein, IDF. Alles klar, ihr Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Bye, bye.